Schnüff, was? Was willst du? Ein Orden? Oh stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Eigentlich der langweiligste Typ aller Zeiten. Vor allem ihre stärkste Attacke ist eine Steinattacke und keine normale Attacke. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon-Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Aber die vor allem habe ich noch nicht. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. Festival TM45! Das ist, Anziehung, nicht wahr? Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ja, kannst du nur halt nicht machen, wenn dein Gegner auch weiblich ist, ne? Dumm gelaufen. Ah, die Flennerei hat gut getan. Besuche mich bald wieder. Tschüssi. Gott. Frauen. Oder Mädchen. Ist ja keine Frau. Sei ein Mädchen. Na schön. Wir haben jetzt jedenfalls den Basisorden und können uns von dieser betrügerischen Floristin endlich die Gießkanne besorgen. Du hast gewonnen? Toll! Ich war damit beschäftigt, die hübschen Damen hier zu bewundern. Genau, du. Das ist nicht cool, Mann. Sowas durften die nicht sagen. Die sind alle minderjährig da drin. Oh, du bist besser als Bianca. Dann bist du in Ordnung. Hier, die Schigikanne. Diese Logik, es macht ja schon irgendwie Sinn, aber trotzdem ist es eine komische, verquerte Logik. So, wollen wir doch mal sehen. Aber zuerst werden wir uns hier vom Acker machen und unser Tanzer heilen. Denn gegen diesen Baum hat es Tanzer nicht wirklich eine Chance. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur eine Chance, dieses Pokémon zu fangen, aber es ist mir relativ egal. Durch dieser wackelnde Baum ist mir eigentlich völlig schnurz, interessiert mich nicht. Ich weiß nur, Tanzer hat keine Chance gegen ihn. Deshalb gehen wir jetzt tatsächlich wieder auf Lorblatt. So. Und jetzt können wir auch wieder den Weg ohne den Nationalpark bestreiten. Das ist gar nicht schlecht. Da ich ja jetzt weiß, dass es da diese Abkürzung gibt. Mit dem Zerschneider. Ganz wunderbar. Den ich ungewollterweise entdeckt habe. So. Durchgekommen, ohne einem Pokémon zu begegnen. Und das schneller, als wenn ich durch den Nationalpark gegangen wäre. Weil aus irgendeinem Grund steigt sie vom Fahrrad, wenn man durch den Eingang des Nationalparks fährt. Ich habe keine Ahnung warum, das ist bei keinem anderen Eingang so. Nur im Nationalpark. So, wer es fangen will, sollte jetzt speichern. Mich interessiert es nicht. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Schigikanne benutzen? Jawohl! Pesti benutzt Schigikanne. Der merkwürdige Baum mag die Schigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Warum? Naja, warum? Sehen wir hier. Es ist ein Mogelbaum. Und dieses Pokémon ist nicht Typ Pflanze, sondern Typ Stein. Und dann ist es kein Wunder, dass er Wasser nicht mag. Also kriegst du jetzt ein Rasierblatt an den Ast geslammt. Und dann war's das mit dir, Mogelbaum. Ach nee, gar nicht mal. Das Schöne ist auch, der kann nicht nur Steinattacken, sondern er kann auch Fußkick. Das heißt, er wäre gegen die Normal-Arena prädestiniert gewesen, aber man kommt an ihn nicht ran, wenn man die Leiterin noch nicht besiegt hat. Also, sehr tragisch. Wirklich sehr tragisch. Der wäre absolut perfekt gewesen für die Arena. Ein Stein-Pokémon mit Kampfangriffen, perfekt gegen Normal. So, und jetzt stelle ich mich hier hin und warte bis in alle Ewigkeit, damit hier keiner durch kann. Gut, gehen wir mal weiter und jetzt kommt auch wieder Dingens nach vorne. Mein Tanzer. Und auch wenn Tanzer über dem Level von Lorblatt oder Tauboga sein sollte, was er ja noch nicht ist, bleibt er trotzdem vorne bis Level 31, bis er sich entwickelt hat, weil erst dann ist er wirklich stark. Weil jetzt hat er immer noch besondere Pflege nötig. Tipps für Trainer. Setze den Schaufler ein, um den Eingang eines Ortes zurückzugelangen. Das ist sehr nützlich beim Erkunden von Höhlen und anderen Umgebungen. Das ist wahr. Und hier gibt es Darmhirplex. Aber auch nur Normal-Pokémon, also nichts wert eigentlich. Eine Aprikoko-Switz! Großartig. Eine Schweizer Aprikoko. Wie toll ich das finde. Und was haben wir hier? Eine Aprikoko-Rot! Donnerwetter. Nur weil Rot drei Buchstaben hat, konnten sie die Farbe ausschreiben. Fantastisch. Es ist eine Aprikoko-Blue! Fantastisch. Brauche ich alle nicht. Und zwar nie. Ich brauche nie auch nur eine einzige Aprikoko. Was kommt denn jetzt hier? Taubsi. Wäre eigentlich gut als Grinding mit Walzer, aber der kann ja Windstoß. Was auch sehr effektiv ist gegen Tanzer. Ich will's nicht riskieren. Ach, komm schon. Na schön, jetzt kriegst du Walzer.
Du hast es nicht anders gewollt. Du kriegst jetzt einen Walzer. So, zack, greif an. Nein, wenn ich sowas schon sehe. Los, tu es. Töte dieses Taubsi. Es hat es nicht verdient zu leben. Und wehe, dein verdammter Walzer geht jetzt daneben. Sehr schön. Sonst hätte ich dich gleich wieder an den Baum gehängt, wo du herkommst. 117? Na, fast. Reicht fast. Wie gesagt, auf 31 entwickelt es sich. Hallo? Jo? Nora und ich arbeiten immer zusammen. Okay. Es ist kein Doppelkampf. Den gibt es erst ab der dritten Generation. Zwillinge Nora und Jo. Die schicken nach wie vor nur ein Pokémon gleichzeitig in den Kampf. Na schön. Tanzer. Den hast du im Sack. Komm, Walzer. Den hast du sowas von im Sack. Da kann Pummeluff nichts gegen tun. Der hat recht viel... Oh nein. Das ist jetzt ganz schlecht, wenn er jetzt Aussetzer benutzen würde. Aber es könnte auch sein, dass es immer fehlschlägt, weil Walzer, wenn es über mehrere Runden läuft, nicht mehr AP verbraucht. Er verbraucht nur ein AP, auch wenn es über 5 Runden läuft. Das ist eine besondere Attacke. Pipi, perfekt. Den können wir besiegen, bevor er irgendwas machen kann. Der Walzer ist stark genug inzwischen. Bin ich mir jedenfalls recht sicher. Na, nein, nicht ganz. Aber das ist wirklich das Problem mit Bianca gewesen. Wenn die erstmal ihren Walzer aufgeladen hat, dann ist da kaum noch einhalten. Du wechselst ein und die besiegt ihn mit einem Schlag. Und wenn nicht, macht sie Anziehung. Und das ist irgendwie schlimmer als Paralysie. Nein, wenig zu stark. Was? Nein, wenig zu stark. Ein wenig zu schwach. Wir fühlen dasselbe wie unsere Pokémon. Und du? Ich kenne die Gedanken meiner Schwester und die meiner Pokémon. Ist gruselig, Mann. Wenn es bei Zwillingen wirklich so wäre, wäre es ja gruselig. Ich habe keine Ahnung, ich bin keiner. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Naja, gut. Aber irgendwie der Pokémon-Schlaf. Das ist auch ein anderer Schlaf als normaler Schlaf, ne? Wenn es davon ausgeht, okay, dieses Traumato hypnotisiert mich und ich schlafe ein. Sobald der mich mit Psychokinese angreift oder irgendwas anderes in der Richtung macht, würde ich sofort aufwachen, wenn der mich schlägt. Aber dieser Schlafzustand scheint irgendwie was anderes zu sein. Ich weiß auch nicht. Wir spielen jetzt einfach mit. Aussetzer, kannst ja nicht machen. Vielleicht wacht ja Tanzer von alleine auf, da muss ich meinen Hyperheiler nicht verschwenden. Noch ist es nicht kritisch. Ja, du kannst Aussetzer machen, so viel du willst, wenn ich nicht angreifen darf, du Honk. Da wird nichts passieren. Mann. Weißt du, da schläft dein Gegner schon mal und du benutzt dreimal Aussetzer und es schlägt immer fehl. Viermal. Weißt du was? Du hast Prügel mit dem Stock verdient. Und dann Prügel mit einer Peitsche und dann Prügel mit einem Baseballschläger mit Stacheldraht drum. Was ist hier los? Tanza, wach jetzt auf, gefälligst. Ah, jetzt macht er mal eine sinnvolle Attacke. Das tut aber schon ziemlich weh. Jetzt ist er aufgewacht, jetzt macht er Walzer. Das ist ganz schlecht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Oh, er ist doch blockiert. Ich kann ihn nicht benutzen. Also Aussetzer unterbricht Walzer. Okay, das ist sehr interessant. Ich werde trotzdem das Pokémon wechseln und zwar... ja, von mir aus auf Tauboga. Brauchen wir nicht unbedingt Pflanze. Das nervt tatsächlich ganz schön. Ich war mir nicht bewusst, dass der jetzt so oft Hypnose benutzt. Ich dachte, das wäre jetzt nur so ein Spruch. Aber nee, er benutzt tatsächlich öfter Hypnose als andere Gegner, wie mir scheint. Der hat schon wieder Aussetzer gemacht. Schnell Antikkraft, bevor irgendwas passiert. So, und dann ist Ruhe im Karton. Nicht wahr? Jawohl. Keiner ein Level aufgestiegen, alle nur so wenig. Wenn mein Tanzer es selber geschafft hätte, wäre er aufgestiegen. Ich habe verloren. Wie betrüblich. Ja, in der Tat. Na, was denn jetzt, Bodo? Hallo, hier ist Bodo. Festi, was machst du gerade? Jawohl, darauf haben wir alle gewartet. Im Kaufhaus von Ducati gibt es jetzt Angebote. Niedrige Preise, große Auswahl. Verpass nicht die Chance in Ducatia. Ich klinge wie ein Marktschreier. Nun ja, ich habe sie imitiert. Egal, du musst so schnell wie möglich dorthin. Bis später. Als ich die Nummer von ihm bekommen habe, habe ich euch gesagt, dass er mich noch nie angerufen habe. Hat seit ich dieses Spiel spiele. Seit über 15 Jahren. Und jetzt ruft er zum ersten Mal an. Und ich hab's aufgenommen. Im Kampf stellt es eine gute Taktik dar, die gegnerischen Pokémon in Schlaf zu versetzen oder sie zu paralysieren.
Interessiert mich nicht. Halt dein dummes Maul, spring aus dem Fenster. Ist mir völlig egal. Ich fahre jetzt nach Ducatia City für Sonderangebote. Ich habe keine Ahnung, was die da für Sonderangebote haben. Ich bin der Meinung, sie haben Sonderangebote nur oben auf der Dachterrasse, aber ich habe null Ahnung, was sie verkaufen. Ich glaube nämlich nicht, dass die einfach in ihrem normalen Shop einfach die Preise reduziert haben. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Die verkaufen irgendwelche Sachen, die man normalerweise nicht bekommt. Interessant, ein Fucano. Aber brauche ich jetzt noch nicht, ich werde ihn später eh austauschen gegen Hunduster. Ach komm schon. Weißt du, eigentlich ist mir das egal, ich gehe jetzt nur zum Einkaufen, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ja, also was könnten die denn verkaufen? Okay, jetzt hast du mich gereizt. Was könnten die denn verkaufen, was man normalerweise nicht bekommt? Irgendwelche TMs oder so? Ich kann mir nicht vorstellen, was die verkaufen. Ich bin der Meinung, es sind einfach Sachen, die man normalerweise nicht bekommt, anstatt einfach Rabatte. Rabatte sind es nicht. Rabatte, 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 Rabatte. Was sind das für eine Radiowerbung? Ist da irgendeine Radiowerbung? Rabatte, Rabatte, Rabatte. So, jetzt aber schnell in das Kaufhaus von Ducatia City. Ich bin ultra gespannt, was es da zu sehen gibt. Und wir werden auch gleich ganz nach oben fahren. Da brauchen wir gar nicht durch die Stockwerke zu laufen. Gehen wir hier gleich 5. Stock. Na gut, auf die Dachterrassen muss ich anscheinend laufen. Da gibt es wohl keinen Fahrstuhl hin. Auch gut. So, was ist hier los? Wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Ja, eben nur die. Ich werde nicht müde, ich bin nie müde. Was ist hier los? Puh, bin ich müde. Manchmal gehe ich auf die Dachterrasse, um eine Einkaufspause einzulegen. Ist sehr interessant. Es gibt etwas, das ich unbedingt möchte, aber mir fehlt das nötige Kleingeld. Soll ich meine gesammelten Beeren verkaufen? Mach doch, wenn du meinst. Oh, alles ist so billig. Ich habe so viel gekauft, dass mein Beutel voll ist. Oh ja, die Stände hier sind normalerweise nicht. Bitte? Wer sagt, dass das nichts für Erwachsene ist? Ich komme jeden Tag, um wirklich alle Puppen zu bekommen. Um alle was? Willkommen, womit kann ich dienen? Pokéball. Superball, Supertrank. Überall, das sind wirklich Angebote. Ein Pokéball kostet sonst 200. Okay, weißt du was? Ich nehme 20 deiner besten Pokébälle. Und dann nehme ich außerdem nochmal 10 Superbälle. So, es sind wirklich, es ist einfach verbilligt. Und dann nehme ich nochmal 10 Supertränke. Fantastisch. Ich kann bei dem nichts verkaufen, damit man wahrscheinlich nicht exploiten kann. Wenn ich ihm jetzt Sachen teuer verkaufe und dann billig wieder zurückkaufe, hätte ich unendlich viel Geld. Aber es ist tatsächlich billiger. Der Hyperheile kostet uns auch 750, glaube ich. Cool. Komm wieder. Feine Sache. Und was gibt's hier? Meine Pokémon sind immer paralysiert oder vergiftet, wenn es darauf ankommt. Daher möchte ich Hyperheiler kaufen. Hoffentlich gibt es noch welche. Oh cool, also es waren tatsächlich nicht Sachen, die man normalerweise nicht bekommt, sondern einfach die Sachen, die man immer bekommt, aber verbilligt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, das hat mich jetzt sehr überrascht. Sehr feine Sache. Da bin ich absolut zufrieden mit. Ich habe jetzt zwar kein Geld mehr und ich habe wahrscheinlich auch viel zu viele Pokébälle gekauft, die ich alle gar nicht brauche, aber das war es trotzdem wert. Ich habe zwar nicht so viel gekauft, dass mein Beutel voll ist, aber ich habe so viel gekauft, dass mein Beutel leer ist. So macht das auch viel mehr Sinn. Ich kann nicht so viel kaufen, dass ich es nicht mehr tragen kann. Aber ich kann so viel kaufen, dass meine Taschen leer sind. Macht viel mehr Sinn, als dass sie voll sind, finde ich. So, der Weg ist frei in die nächste Stadt und ich glaube, das ist Teak City. Obwohl ich, wenn ich jetzt mal überlege, kommt es mir so vor, als wäre der Arenaleiter von Teak City ziemlich stark mit... was denn jetzt? Der Fahrradladen. Hi Pesti, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Okay, gut. Hoffentlich habt ihr mal ein Schild aufgestellt, dass man euren Dummladen noch findet.